Ein gelungenes Porträt strahlt die Klarheit eines Momentes aus und berührt den Betrachter direkt. Der Fotograf Carsten Tormellen hat darin seine Leidenschaft gefunden. Aber er fotografiert nicht jeden. 100 Jahre alt sollten sie schon sein, damit er sich für sie interessiert. Seit 10 Jahren etwa reist er um die Welt und lichtet hochbetagte Menschen ab, die durch 4 Generationen und 2 Weltkriege geprägt wurden. Ich freue mich, dass er heute Zeit für uns hat. Guten Tag, Herr Tormellen. Hallo, guten Tag, Frau Striegel. Was ist anders, wenn Sie 100-jährige Menschen fotografieren im Gegensatz zu 20-jährigen oder 70-jährigen? Eigentlich ist gar nicht so viel anders. Außer, dass die Leute ein paar mehr Falten natürlich haben, ein bisschen schlechter hören. Das hängt aber nicht unbedingt immer mit den Fähigkeiten der Ohren und des Hörorgans zusammen, sondern hängt damit zusammen, dass sie auch andere Sprachen sprechen, denen ich nicht mächtig bin und Dinge erst übersetzt werden müssen. Also das Verständnis funktioniert eigentlich auf vielerlei Ebenen und nicht nur auf der Sprache. Für mich als Fotograf zählt eigentlich nur, ja, was passiert vor der Kamera und kriege ich das irgendwie auf meine Mattscheibe und nachher auf meinen Chip gebannt. Ich nehme mal an, 20-Jährige wie auch 100-Jährige wollen vor allen Dingen schön aussehen auf dem Foto? Ja, das ist also auch meine Erfahrung, das deckt sich ganz gut. Jeder Mensch möchte gut aussehen auf dem Foto. Das ist bei ganz alten Menschen wie auch bei jungen Menschen eigentlich das Gleiche. Die allermeisten fürchten sich aber vorm Älterwerden, vor den grauen Haaren, den hängenden Mundwinkeln, den Rückenschmerzen und der eingeschränkten Mobilität. In der Medienwelt hingegen muss alles glatt und gut geföhnt sein. Was ist schön am Alter? Naja, am Alter ist natürlich das Schöne die Entspanntheit, ne? Dass es eben nicht mehr um diese Dinge geht, irgendwas verkaufen zu müssen. Also auch nicht sich selbst, ja. Deswegen sind die meisten Leute auch immer überrascht, dass ich sie in allen möglichen Ecken der Welt aufsuche und fotografieren möchte, obwohl sie ja eigentlich denken, wofür ist mein Porträt jetzt noch gut, ja? Was will er damit verkaufen? Aber ich will eigentlich gar nichts verkaufen, sondern ich will eigentlich nur ihre gute Laune und ihre Ausstrahlung und ihre Weisheit und das, was sie halt einem so entgegenbringen durch ihre lange, lange Lebenserfahrung. Das ist das, was ich einfangen möchte. Und ich möchte mit ihren Porträts gar nichts mehr so an den Mann bringen. Die Menschen sind erstaunt, wenn sie sie aufsuchen und sagen, ich möchte sie porträtieren. Sie suchen sie, haben Sie gerade gesagt, in den entlegensten Winkeln der Welt. Wie findet man 100-Jährige, die sich dann auch noch fotografieren lassen wollen? Naja, über die Jahre habe ich da ganz verschiedene Strategien entwickelt. Ne? Also eine ganz große Hilfe ist natürlich das Internet. Und in verschiedenen Ländern ist es dann eher einfach, ich sag mal, die Leute dann anhand von Fotos und Namen und Adressen zu finden. Und man kann die dann anmailen oder man kann ihre Verwandten anmailen. Sogar in Amerika habe ich es oft erlebt, dass man da einfach anruft und dann hat man dann direkt die 100-jährige Person am Telefon. Ja, das funktioniert also auch. Aber das funktioniert natürlich nicht. Ich muss hier kurz eingreifen, ja. Bei zum Beispiel Luz Pacifica Torres aus Ecuador. Die lebt auf einem Berg in einer Holzhütte und sie schreiben auch in dem kleinen Text neben dem Porträt, diese Frau ist nicht registriert, weil noch kein Beamter es auf sich genommen hat, diesen steilen Berg zu ihr hochzulaufen. Sie haben es getan. Ja, ich war quasi der Erste von außerhalb, der es tatsächlich zu ihr geschafft hat, auf den Berg hochzukraxeln. Und ich wusste nachher dann natürlich auch, warum die Dame so alt geworden ist, weil sie natürlich diesen Berg jeden Tag hochgelaufen ist. Aber das wäre eine weitere Strategie natürlich gewesen. Wie findet man solche Leute? Also bei den Südamerikanern in diesem Hochtal in den Anden war es tatsächlich so, dass ich dort einfach auf gut Glück hingeflogen bin. Ne? Ich wusste eigentlich nur, dass dort viele alte Menschen zu treffen sind. Und dann habe ich mich in den Flieger gesetzt und bin losgeflogen und habe mich am nächsten Morgen dann in der Touristeninformation eingefunden und ja, habe abgewartet, was passiert. Und dann passierte dann auch direkt was. Ja, ich wurde angesprochen und man bot mir Hilfe an. Und es ist dann so, dass in diesem Ort Vilcabamba die 100-Jährigen quasi schon fast eine Touristenattraktion sind. Ja, es gibt da ganz viele. Man weiß, wo die wohnen und man ist benachbart und der eine Nachbar spricht mit dem anderen und die laufen dann auch zufällig auf dem Marktplatz auf der Straße vorbei und so weiter. Und schwuppdiwupp hatte ich da 4 Termine am gleichen Tag noch, 2 Stunden später, nachdem ich mich da in diesem Touristenoffice eingefunden habe und saß bei 100-Jährigen quasi auf der Veranda und konnte meine Fotos machen. Und haben die alle mit Ihnen Ishpingo getrunken? Das ist der mysteriöse Zaubertrank. Den habe ich nur gezeigt bekommen,
Trinken wollte ich den nicht, beziehungsweise ich wurde gar nicht gefragt, ob ich mal probieren möchte. Also ich glaube, die müssen damit ziemlich haushalten und sie bieten das nicht jedem an. Aber ich habe dort andere Köstlichkeiten immer natürlich angeboten bekommen. Ist es einfach, das Vertrauen dieser Menschen zu gewinnen? Immerhin sich fotografieren zu lassen, ist was ziemlich Intimes. Und wenn dann so ein Fremder ankommt und sagt, ich bin jetzt zufällig auch hier über den Markt, möchte sie fotografieren, und zwar in so einer sehr, sehr persönlichen Situation wie dem Porträtfoto. Ja, nein, da haben Sie recht. Es ist natürlich eine sehr persönliche Sache. Und meistens waren auch Leute dazwischen. Also das heißt, die Familienmitglieder kannten meine Arbeit, haben im Vorfeld irgendwie was gesehen oder ich habe ein Buch dabei gehabt, was ich ja schon produziert hatte, quasi konnte den Leuten zeigen, guck mal, es sind lauter alte Menschen drin und so weiter. Und das hat dann so ein paar Minuten gedauert, ja, und dann war das Vertrauen natürlich da und dann haben sie sich dann auch bereit erklärt, sich vor meiner Linse einzufinden, weil sie das Gefühl hatten, naja, irgendwie schafft der Mann das, uns ganz gut aussehen zu lassen, trotz unseres hohen Alters. Es geht Ihnen ja nicht darum, Gebrechen zu zeigen. Das muss man, glaube ich, unbedingt sagen. Es geht Ihnen darum, vor allen Dingen tatsächlich die Schönheit, die Würde und auch die Lebendigkeit des Alters zu zeigen. Das ist richtig. Lebendigkeit ist, glaube ich, ein ganz guter Begriff. Die Art und Weise, wie ich die Leute aufnehme, nämlich nur das Porträt, das hat sich schon ein bisschen daher ergeben, dass manche Leute nicht gut und lange stehen könnten. Und manchmal muss man ja für eine Aufnahme länger sitzen und still sitzen vor allem, ja. Und das war bei manchen Leuten ein Problem, bei manchen ging es besser. Aber ich wollte eigentlich mich nur auf die Gesichter, auf die Augen, auf den Ausdruck und so weiter konzentrieren. Ich habe aber auf der anderen Seite, wenn jemand ein Hörgerät trug oder eine Brille oder ich sag mal auch kein Gebiss hatte, das waren Dinge, die ich dann quasi so belassen habe. Und habe die dann auch nachher nicht mehr im Computer geschönt. Das wäre auch eine Frage gewesen. Sie kommen ja aus der Modewelt. Sie haben lange hochwertige Mode- und Kunstfotografie betrieben, ein Glamour-Leben in New York geführt. Da retuschiert man natürlich auch das ein oder andere. Bei den Fotos, wenn man durch den Band blättert, hat man den Eindruck, nee. Also die Falten sind echt, der Ausdruck in den Augen, die sind zum Teil sehr trübe. Manchmal kann man auch lesen, die Menschen können nicht mehr gut sehen oder sind sogar erblindet. Oder manipulieren Sie doch irgendetwas? Ich manipuliere doch natürlich ein wenig, aber ich sehe zum Beispiel Photoshop und diese ganzen Computerbearbeitungsprogramme nur als ein Hilfsmittel, um, ich sag mal, Fehler, die bei der Aufnahme entstehen oder die jetzt gerade in dem Moment nicht optimal sind, wie zum Beispiel eine gerötete Nase, weil die Person jetzt gerade einen Schnupfen hat, ja, solche Sachen mache ich dann weg. Aber Falten oder ich sag mal irgendwelche Hautveränderungen, Hörgeräte, die Transparenz und das Strahlen in den Augen und solche Sachen, da ist fast nichts dran gedreht. Sie sind halb so alt wie die Menschen, die Sie fotografiert haben. Das darf man, glaube ich, verraten. Sie sind 52 Jahre alt. Nehmen Sie aus diesen Begegnungen etwas mit für die zweite Hälfte Ihres Lebens? Ganz bestimmt. Es ist ja so, dass ich das Projekt jetzt schon einige Zeit lang mache und dass ich es auch weitermachen werde. Das steht immer wieder fest, weil es einfach eine Sache ist, die mir sehr viel Spaß bereitet. Und ich nehme eben mit, dass ich gerne auch, ich sag mal, vielleicht nicht ganz dieses hohe Alter, aber auf jeden Fall ein hohes Alter erreichen möchte, weil ich einfach auch viel zu neugierig bin auf das, was um mich herum passiert und diese Entwicklung. Und das teile ich mir auch mit diesen Personen, dass sie immer noch diese Neugier haben, was in unserer Welt vor sich geht und auch die Neugier auf mich haben, den Fotografen, der sie da besucht und ein Foto machen möchte. Und das ist so ein Geben und Nehmen und ja, es macht mir nach wie vor große Freude. Der ein oder andere hat Ihnen ja konkrete Ratschläge für ein langes Leben beim Abschied mitgegeben, kann man auch nachlesen in Ihrem Buch. Lucien Hanoun aus Frankreich etwa sagte, bleiben Sie sich selbst treu und sagen Sie immer, was Sie denken. Das kommt an anderen Stellen auch manchmal vor. Der Trotz, sagt eine alte Frau, eine 100-Jährige. Ein 100-jähriger Mann hat gesagt, singen sei sein Rezept, da bliebe man so schön elastisch. Ja, da hatte jeder so sein eigenes Rezept. Na, ich glaube, man muss die Summe dieser ganzen Ratschläge betrachten. Letztendlich, jeder hat so seine eigenen Ideen und Späßchen und so weiter und Rezepte, wie er dieses Alter erreicht hat. Aber letztendlich so, die einzig wahre Erklärung hatte eigentlich niemand.
Aber wenn man die Summe dieser Erklärungen sich betrachtet, dann stellt man doch fest, dass ja gute Laune, Optimismus, eine positive Weltsicht, dass das die Dinge sind oder Aktivität, jetzt nicht nur im Sinne von sportlicher Aktivität, sondern auch geistiger Aktivität, ne, dass das diese Dinge sind, die Leute ja ein Leben lang jung hält und sie nicht auf den Tod warten lässt, sondern dass sie sich jeden Tag wieder aufs Neue darüber freuen, dass sie noch auf der Welt sind. Gibt es die eine Person, die Sie unbedingt noch fotografisch festhalten möchten? Naja, jetzt stellt eine 100-jährige Malerin gerade in Düsseldorf aus. Carmen Herrera, genau. Und die ist mir bisher durch die Lappen gegangen. Aber die würde ich unbedingt gerne nochmal treffen und würde mit ihr gerne eine Fotosession machen. Jeder unserer prominenten Gesprächspartner hat einen Musiktitel frei bei uns. Sie haben sich von Ryuichi Sakamoto, das ist ein japanischer Komponist, Pianist und Schauspieler, und von ihm haben Sie sich Asadoya Junta gewünscht. Sie müssen mich korrigieren, vielleicht sagen Sie das Ganze nochmal, wie es richtig ausgesprochen ist, aber warum diese Musik von diesem Musiker? Dieses Lied hat eine ganz besondere Geschichte, und zwar dieses Album von Ryuichi Sakamoto war eins meiner Lieblingsalben, was ich in der Zeit, in der ich in den 1990er Jahren in New York lebte und gearbeitet habe, sehr, sehr oft gehört habe, weil es mir einfach gut gefallen hat. Und dieser eine Song darauf, der begegnete mir jetzt vor 2 Jahren während der Produktion zu dem Buch wieder, und zwar auf Okinawa. Dort habe ich den, ich glaube, in irgendeinem Musikgeschäft zufällig dann gehört und mir kam der so bekannt vor. Und dann habe ich die Verkäuferin auf Englisch natürlich gefragt, was das für ein Song wäre und so weiter. Und sagte, ja, das wäre ein ganz klassisches, altes Volkslied aus Okinawa, was mit einem Shamisen, das ist eine dreiseitige japanische Laute, intoniert wird. Und der Ryuichi Sakamoto hatte das quasi dann viele, viele Jahre später verpoppt und auf diesem Album untergebracht. Und ich hatte da so ein Schlüsselerlebnis. Dieses Instrument, das tauchte bei der Tonaki Tsuru auf, die auch in dem Buch vertreten ist. Und zwar spielt die das Instrument. Also auch heute noch mit über 100 Jahren. Und das fand ich irgendwie so toll, dass ich irgendwie die Geschichte hinter diesem Song dann doch herausfinden wollte, wo der eigentlich herkommt. Und deswegen habe ich mir den heute gewünscht. Das ist eine schöne Geschichte, passt auch zu Ihnen, da Sie sich ja um das Verweben der Generationen auch bemühen mit Ihrem Schaffen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, der Fotograf Carsten Thormaehlen in SWR2 am Samstagnachmittag. Ich danke Ihnen, Frau Strigel. 100 Jahre Lebensglück, Weisheit, Liebe, Lachen heißt der Bildband von Carsten Thormaehlen. Kurzbiografien der Porträtierten sind auch dabei von Constanze Kleiss. Erschienen ist das Buch im Knesebeck Verlag, kostet knapp 25 €.